Super, Kickertische von der Firma Löw. Ja, oder du hast den Eigentor. Lass es gut sein. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man das hier zuschaut. Oh! Und es geht so schnell. Ihr müsst ruhiger werden. Das ist doch leicht. Also ich sogar bereit sein, Gegner zu unterstützen, dass er nicht ruhiger werden. Also damit steht die Chance hoch. Ja, aber es steht Chance. Warte mal so. Achtung. Kontrolliert. Und jetzt ein bisschen ruhig. Ruhig. Ja, ruhig, wenn ruhig. Der Ball kommt, mal durchatmen. Nicht sofort schießen. Mal ruhig. Ja. Darf ich nochmal stören? Ja. Das wird noch. Immer besser. Hey. Ein Tor für einen. Manus, du sagst mir, wann ich schießen soll und ich gucke in die Kamera. Ja, guck in die Kamera, schieße. Wann? Sofort. Oh! Geil. Kann man das nochmal machen? Das ist doch hart, oder? Wiederholen. Hey! Wunderbar, es steht 9 zu 4. Vielleicht war das ja gar kein Zufall. Eben, jetzt suchen wir nochmal auf. Jetzt natürlich. Nee, das geht nur, wenn er in meine Kamera guckt. Ja, geht nur, wenn wir in Ihre Kamera gucken. Ja, auch. Also, alle und? Auf. Und? Schuss. Hey! Die Woche über Leonid in Österreich. Jetzt bin ich hier. Was ist mit dir los? Hast du alles im Griff da unten? Kampfhund. Der Kampfhund? Das sollte ich jetzt eigentlich weiter mit jedem anderen vorschieben. Ja! Hey! Oh, klasse. Also 5 Euro. Ja, klasse. Ja, warum rumpelt, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste? Der Brunnen, der hier links von mir steht, auf dem jetzigen Speisemarkt, das war früher der Marktplatz. Und da stand schon einmal ein Brunnen, der nannte sich Brusselbrunnen. Und Brusselbrunnen war eine Dinge. So, jetzt immer ruhig. Als die FSN Löwen Sport Entertainment ihr 25. Jubiläum feierte, hat sie in der Stadt Bingen diesen Brunnen, den wir jetzt hier sehen, am Speisemarkt in Bingen. Genau auf den Balkon. Und das war genau vor 30 Jahren, als diese Fußgängerzone neu konzipiert wurde. Bedauerlicherweise hat man 10